Neutrinos, römisch 1. Bei den Neutrinos handelt es sich um Teilchen, die man eigentlich nicht gebraucht hätte, bis man dann gesagt hat, wir brauchen sie doch. Es gab in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts einige Probleme mit dem radioaktiven Zerfall, nämlich mit dem Beta-Zerfall. Da hatte man etwas erwartet, was man aber dann in den Experimenten nicht fand. Das können Sie gerne mal irgendwo nachlesen. Auf die Details verzichte ich hier. Entscheidend war, dass ein Physiker mit Namen Wolfgang Pauli auf den Gedanken gekommen ist, bevor ich den Energieerhaltungssatz opfere für diesen radioaktiven Zerfall, dann sage ich lieber, ja, es könnte ja ein Teilchen geben, das die Energie, die wir jetzt bei den Messungen nicht messen können, davonträgt. Und er hatte dann mal so einen Ausstoß, einen Gedankenausstoß, den er auch schriftlich, um Gottes Willen, ich habe ein Teilchen erfunden, das man niemals wird messen können. Er erfand das Neutrino. Ein Teilchen, das der sogenannten schwachen Wechselwirkung unterliegt. Schwach deswegen, weil sie, schwach ist. Also die Neutrinos machen mit normaler Materie nicht viel. Ab und zu stoßen sie mal mit einem anderen Teilchen zusammen. Allerdings sind die freien Weglängen dieser Teilchen eben so groß, dass sie hier auf der Erde praktisch überhaupt nichts machen. Man muss riesige Detektoren aufbauen, um mal ein bisschen was von den Neutrinos tatsächlich zu erwischen. Dabei gibt es jede Menge von ihnen. Und woher? Na? Na klar, von der Sonne. Die Sonne ist nämlich ein Fusionsreaktor, ein Kernfusionsreaktor. Das heißt, da verschmelzen Atomkerne miteinander und dabei werden Neutrinos produziert. Und seitdem wir ein Bild von dem Neutrino-Kern unserer Sonne haben, seitdem wissen wir, die Sonne ist tatsächlich ein Fusionsreaktor und nicht nur irgendwie so ein Gasofen, der abbrennt oder irgend so ein Luftballon.